Bei der Lasergravur wird die Oberfläche eines Materials mithilfe eines komprimierten Laserstrahls abgetragen. Dadurch können Materialien graviert, markiert oder geschnitten werden. Die Lasergravur ist für eine breite Palette an Materialien geeignet. Das Material muss nicht eingespannt werden und die Bearbeitung des Materials erfolgt berührungslos. Wir haben keinen Werkzeugverschleiß und mit der Lasergravur können wir eine sehr hohe Präzision erzielen. Das Ganze ist für Einzelstücke als auch für Serien wirtschaftlich geeignet und die Gravuren bzw. Markierungen sind dauerhaft nicht entfernbar und sind abrieb- und wasserfest. Bei der Lasergravur kommen unterschiedliche Laserquellen zum Einsatz. Unser LS100 hier von Gravotech beispielsweise hat eine CO2-Laserquelle verbaut. Mit CO2 lassen sich beispielsweise Materialien wie zum Beispiel Holz, Kunststoffe oder auch eloxierte Metalle verarbeiten. Neben der CO2-Laserquelle gibt es auch die Faserlaserquelle. Mit Faserlasern lassen sich Materialien wie beispielsweise Edelstahl, Messing oder Aluminium verarbeiten. Die Faserlaserquelle ist wahlweise im LS100EX oder im LS900 verbaut. Mit der Lasergravur ist also sehr viel möglich, allerdings gibt es auch Materialien, die auf keinen Fall gelasert werden dürfen. Dazu zählt beispielsweise PVC, Teflon oder auch Neopren. Durch das Lasern dieser Materialien können giftige Dämpfe und Gase entstehen, die sowohl deinen Laser als auch deine Gesundheit schädigen können. Gravotech bietet unterschiedliche Laservarianten an. Zum einen gibt es die Gantry-Serie. Gantry-Laser sind quasi achsengesteuert. Zum anderen gibt es die Galvo-Serie. Galvo-Laser sind spiegelgesteuert.